Einer Junge wurde von Hunden getötet. Das hat mich sehr schockiert. Deshalb habe ich überlegt, was man tun könnte, um weitere Tragödien zu verhindern. 1. Dezember 2005. Auf dem Weg zum Kindergarten wird der 6-jährige Süleyman von 3 Pitbulls angefallen und zu Tode gebissen. Die Unglücksstelle in Oberglatt wurde zum Mahnmal. Dieser Tag hat auch das Leben von Tim Saceri und seiner Frau Ruscha für immer verändert. Ich konnte eines Nachts nicht schlafen, weil ich an diese traurige Geschichte denken musste. Da ich in der Nacht eine Antiknirschschiene für meine Zähne trage, kam ich plötzlich auf die Idee, etwas Ähnliches für Hunde zu entwickeln. Tims Ehefrau Ruscha ist Zahntechnikerin. Als Tim ihr von seiner Idee erzählt hatte, war sie begeistert. Die ganzen Zahntechniker, die es auf der ganzen Welt gibt, die ganzen Tierärzte und Zahnärzte, und niemandem ist das sicher, aber meinem Mann schon. Ich war einfach direkt begeistert und euch überzeugt von der Idee, obwohl wir das noch nie bei einem Hund gesehen haben. Warum seid ihr so begeistert von der Idee? Weil das kann einfach schlimme Unfälle verhindern. In ihrem Labor in Visp haben Ruscha und Tim Saceri in den letzten 3 Jahren über 200 Modelle von Hundezähnen gemacht. Aus Thermoplast haben sie anschließend verschiedene Zahnschutzprototypen hergestellt. Die Abdrücke für die Zahnschutzmodelle stammen von Hunden des Tierheims in Lausanne. Im Hundeheim des Waadtländischen Tierschutzvereins hat Tim Saceri 3 Jahre lang Prototypen des Hundebeißschutzes getestet. Ohne Furcht hält Tim seine Hand in den Mund eines Amstaff-Rottweiler-Mischlings. Samuel Debro ist Präsident des Tierschutzvereins des Kantons Waadt. 25 Jahre lang war er Uniprofessor in Bern und dozierte präventive Tiermedizin. Als Tim Saceri ihm vor 3 Jahren seine Idee präsentierte, war er begeistert. Samuel Debro unterstützte den jungen Erfinder bei der Entwicklung des Hundebeißschutzes. Die Hunde sind mit Zahnschutz viel weniger gefährlich. Wenn sie so zubeißen, können sie die Haut nicht durchtrennen. Deshalb kann es nicht zu blutigen Verletzungen kommen. Es gibt höchstens eine Prellung. Das ist ein großer Fortschritt. Ein einfacher Test zeigt die Wirkung. Zuerst beißt der deutsche Schäferhund ohne Zahnüberzug. Anschließend wird ihm der Hundebeißschutz eingesetzt. Der Luftballon geht nicht mehr kaputt. Seit einem Monat testet die Universität Bern den Zahnüberzug mit Armeehunden auf dem Waffenplatz im Sand in Schönbühl. In einem Pilotprojekt wird unter anderem getestet, ob die Armeehunde den Zahnschutz akzeptieren und was für Auswirkungen der Zahnschutz auf das Verhalten der Tiere hat. Linda Hornisberger ist Hundeverhaltensmedizinerin und mitverantwortlich für das Pilotprojekt. Wenn ihr jetzt den neuen Zahnüberzug vergleicht mit dem Müllkorb, was sind vielleicht die Vorteile des Zahnüberzugs? Also der Vorteil ist ganz klar, dass der Hund spielen kann und einen Gegenstand tragen, was wirklich Lebensqualität für einen Hund ist. In den nächsten Monaten sind Tests geplant, in denen die Universität Bern den Beißdruck der Hunde messen will. Erst dann können wissenschaftliche Angaben zur Wirksamkeit des Zahnüberzugs von Tim Saceri gemacht werden.